Hallo und willkommen bei Wikivit Geschichte. Ich heiße Silvia Sawulska und ich möchte Ihnen heute von den historischen Ereignissen aus dem Zeitraum vom 23. bis zum 29. März berichten. Als erstes schauen wir auf die Geschichte Deutschlands. Am 27. März 1849 wird die erste demokratische Verfassung Deutschlands, die Paulskirchenverfassung, während der Frankfurter Nationalversammlung beschlossen. Ihre Grundidee beruhte auf sozialrechtlicher Freiheit und Gleichheit. An der Spitze der Exekutive sollte der deutsche Kaiser stehen. Die Verfassung trat einen Tag nach ihrer Verkündung, also dem 28. März 1849, in Kraft, aber wurde nie durchgesetzt. Am 26. März 1872 werden August Bebel und Wilhelm Liebknecht für schuldig befunden, Hochverrat begangen zu haben. Der Grund für diesen Prozess war ein pazifistisch sparmaßnahmenmotivierter Vorschlag, keine weiteren Gelder für die Fortführung des Deutsch-Französischen Krieges zu verschwenden und vielleicht sogar über ein Friedensabkommen nachzudenken. Der 28. März 1935, ein großer Tag für die Hoffilmemacherin der NSDAP, Leni Riefenstahl. Ihr ein Jahr zuvor während des Parteitags in Nürnberg gedrehter Propagandafilm »Triumph des Willens« feierte seine Premiere in Berlin. Für diesen bekam sie im Juli des gleichen Jahres einen Filmpreis vom Propagandaminister Joseph Goebbels. Schauen wir weiter auf das Weltgeschehen. Am 23. März 1766 bricht der Madrider Hutaufstand aus. Das Ungewöhnliche für diesen Aufstand war zum einen, dass er sich ohne Blutvergießen abgespielt hatte, zum anderen seine Ursachen. Den Spaniern platzte der Kragen endgültig, als ihr italienischer König Karl III. Und sein Minister Leopoldo de Gregorio die traditionelle Kopfbedeckung der Spanier, runde, breitkrempige Hüte, Sombrero Rondo und lange Mäntel, Capa Larga, verboten hat zu tragen. Eigentlich wollte der König dieses zu den damaligen Zeiten hinterwäldlerische Land modernisieren, zum Beispiel mit Vorschriften, die das Wegwerfen von Abfällen unmittelbar auf die Straße verboten oder eben der Revolutionisierung in Sachen Mode. Doch mit einem Erlass, der sie zum Bruch mit ihrer Tradition zwang, wollten sich die Spanier nicht abfinden. Am Aufstand waren um die 50.000 Menschen beteiligt und sein Resultat war die Flucht des Königs und das Entlassen des verhassten Ministers. Am 25. März 1961 erfolgte ein bedeutender Schritt in Richtung Erforschung des Weltalls. Der Sputnik 10 wurde mit einem Hund in den Weltraum geschickt. Die deutsche Übersetzung des Begriffs Sputnik lautet Trabant, Satellit, Begleiter oder Weggefährte. Es war der letzte Testflug, bevor man Menschen ins All zu schicken beabsichtigte, und er erwies sich als erfolgreich. Am 26. März 2006 ereigneten sich die ersten Wahlen nach der Orangenen Revolution in der Ukraine. Diese werden oftmals mit dem Adjektiv ernüchternd bezeichnet, da in ihrer Folge der ehemalige Ex-Premier Viktor Janukowitsch mit seiner Partei der Regionen als Sieger hervorging, mit 32% der Wählerstimmen. Mit 22% und damit an zweiter Stelle ging der Block von Julia Timoschenko in die Werchowna Rada ein. Und nun die Geburtstagskinder der Woche. Am 28. März 1898 wurde Max zu Schaumburg-Lippe, tatsächlich Wilhelm Eugen Georg Konstantin Maximilian, Prinz zu Schaumburg-Lippe, geboren. Der österreichische Adelige war der erfolgreiche Automobilrennfahrer für BMW und Mercedes. Am 25. März 1836 wurde der deutsche Mathematiker Julius Weingarten geboren. Er befasste sich hauptsächlich mit dem Gebiet der Differentialgeometrie und war Preisträger der Pariser Akademie der Wissenschaften. Und am 23. März 1881 ist der deutsche Chemiker und Nobelpreisträger Hermann Staudinger geboren worden. Als einer von wenigen Wissenschaftlern der damaligen Zeit lehnte er den Einsatz von Gaswaffen im Ersten Weltkrieg ab und führte deswegen einen heftigen Streit mit seinem Kollegen Fritz Haber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie wieder rein bei Wikivit Geschichte. Auf Wiedersehen.